Herzlich willkommen auf Joy's Hobby-Kanal. Heute geht es wieder mal um Tomaten, wie ihr seht. Und ganz schön viele Sorten wieder. Diesmal sind es 12 Stück. Und die sind jetzt reif und die wollen wir miteinander probieren. Heute sind es viele große Tomaten, viele Soßentomaten. Also machen wir heute auch Tomatensauce. Ich suche mal eine raus. Fangen wir nicht gleich ganz groß an mit der Fuchsienfriedel. Das sind vor allem die kleinen Exemplare, die reif sind. Die großen, die sind immer unten an der Rispe gewesen und je höher die Rispe ist, je kleiner sind die Tomaten. Das heißt, die großen haben wir schon öfters abgeerntet und die kleinen sind jetzt auch reif. Wir gucken mal rein. Eins längs aufgeschnitten, ein Exemplar quer und ihr seht, dass dort ja relativ wenig sogar an Gallerte ist und an Kernen, also vergleichsweise wenig. Und das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Und jetzt probieren wir einfach mal. Und gleich von Anfang ein wunderbarer Geschmack. Mhm. Also wirklich knackig, saftig, süß. Ich hätte auch gesagt, ein bisschen also angenehm im Essen, mild, ja. Nicht zu sauer. Also im Prinzip, ja, solche Tomaten kriegt man ja auch im Supermarkt, so als Cocktailtomaten. Ja. Oftmals in so 500 Gramm Packungen, sowas die Richtung. Die schmecken besser. Das stimmt. Die haben mehr Geschmack innen drin. Ja, aber wirklich eine super Sache. Also ich glaube, eine sehr unbekannte Sorte. Kann man aber durchaus anbauen. Als nächstes schauen wir uns eine Soßentomate an. Das ist eine Tomate aus Bolivien von meiner Schwester. Die hat die Samen einfach aus einer Tomate gesammelt oder aus vielen Tomaten eigentlich, die sie so täglich gegessen haben. Einen Namen haben wir dazu nicht, aber die läuft bei uns eben einfach unter bolivianische Tomate. Eine schöne Flaschentomate. Manche haben leider auch mit argen Blütenendfallproblemen zu kämpfen. Aber die ist doch ganz gut und da gucken wir jetzt auch rein. Sieht innen aus wie eine Salattomate. Ja, trotzdem auch mit relativ dickem Fleisch, also dicke Wände. Da können schon wirklich auch ganz gut Soße, denke ich, draus werden. Ja, was man sieht, die hat so eine leichte Gelbverfärbung. Ich glaube, das ist so in Richtung Grünkragen, nur halt an verschiedenen Stellen, weil eigentlich sollte die ganz rot sein. Meine Schwester hat erzählt, die Leute in Bolivien, die schälen die Tomaten und benutzen sie dann. Wir schälen sie jetzt nicht, sondern probieren sie einfach so. Große Kerne hat die Sorte. Knackiges Fruchtfleisch. Mhm. Schön fest. Mhm. Schälen wäre aufgrund der harten Schale vielleicht tatsächlich doch eine Idee. Mhm. Macht natürlich eine saumäßige Arbeit. Ja. Aber es ist jetzt kein Geschmackswunder in irgendeiner Form, aber absolut solide. Wirklich ordentlich. Kann man gut gebrauchen. Ich denke, das wären wirklich gute Soßentomaten. Ja, wird eine gute Soße draus. Ja. Das hier ist die nächste Tomate, das ist die Howard German. Die sieht der bolivianischen Tomate eigentlich recht ähnlich. Auch länglich, auch Blütenendfäule. Bei beiden Exemplaren. Und auch diese gelben Stellen. Ja, das kann natürlich auch ein Stück weit einfach mit der Sonneneinstrahlung zu tun haben, dass die zwar reif sind, aber eben vielleicht einen leichten Sonnenbrand haben. Ja. Das passiert. Ja, tatsächlich eine Sorte, die ziemlich anfällig ist, auch schon als wir sie das erste Mal angebaut hatten, war sie anfällig für Blütenendfäule. Was ja keine Fäule ist oder eine Mangelerscheinung, aber betrifft Flaschentomaten halt viel eher als andere. Als wir die das erste Mal angebaut hatten, haben wir nur wenig ernten können davon, weil das, also war vor 2 Jahren, 21, war ein grauenhafter Sommer für Tomaten, viel zu nass. Die sind uns alle weggefault, also Braunfäule. Also testen wir die jetzt mal. Wir gucken mal rein. Und schon vom Anschnitt her würde ich sagen, ja, definitiv eine Soßentomate. Die Howard German, und die hat ein richtig gutes Fleisch. Das sieht ordentlich aus. Mhm. Und der Geschmack? Sie ist nicht ganz so bissfest wie die bolivianische. Aber geschmacklich besser. Auf jeden Fall. Und auch, also ich sag mal, von dem typischen Soßen-Tomaten-Aroma her, also so ein leicht mehlig, jetzt nicht völlig, wie beispielsweise eine San Marzano, sondern... Also man kann sie auch so mal gut essen. Ja, salattauglich durchaus auch. Hier kommt die nächste Sorte. Wieder eine Cherry-Tomate, und zwar die Keris Rot. Das sind schöne rote Tomaten,
Relativ große schon Cherry-Tomaten. Wir haben ja auch noch die Filamina im ersten Video vorgestellt. Die sind ein ganzes Stück größer als die Filamina. Die Cherry ist rot, innen drin natürlich auch mit sehr vielen Kernen, also wie das halt für Cherry-Tomaten üblich ist. Große Kammern für die Kerne, dadurch aber auch durchaus saftig. Heute haben wir mit manchen Störgeräuschen zu tun, habt ihr vielleicht mitbekommen, ich weiß nicht, wie genau die Mikros das jetzt alles aufnehmen, dass eben auch ja, in der Kleingartenanlage immer mal gearbeitet wird, Gras gemäht und ähnliches. Das ist halt so. Jetzt ist auch unser Kleingärtner wach und braucht seine Mutter. Deswegen bin ich alleine vor der Kamera. Jasmin ist aber noch in der Nähe und wird weiter mit verkosten. Und ja, übers Mikro werdet ihr es dann auch hören. Ich probiere jetzt einfach mal die Cherries. Es ist wirklich ja, eine sehr schöne Cherry-Tomate, durchaus süß und wirklich super. Ich finde die Filamina ein klein wenig besser, gebe ich schon ehrlich zu. Aber die Cherries rot, nach meinem Geschmack, durchaus ordentlich. Also ich sage, die sind ein bisschen sauer. Ein Säuregehalt ist schon ganz ordentlich, das stimmt. Aber noch nicht übertrieben. Die Geschmäcker gehen halt durchaus ein Stück weit voneinander. Ist okay. Und da sind wir jetzt bei einem ziemlich großen Exemplar von einer ordentlichen Soßentomate. Das ist die Mom's Paste. Da haben viele davon geschwärmt. Dieses Jahr haben wir es selber mal ausprobiert. Und ja, das ist ein ordentlicher Brummer schon mal. Also wieder viel Fruchtfleisch, aber man kann auch gut Saatgut nehmen. Ja, für so eine große Tomate sind ziemlich viele Samen drin. Da hat man ja oftmals deutlich weniger. Aber es ist auch trotzdem ein großer Fruchtfleischanteil. Also da kriegt man wirklich was davon raus. Also das sage ich jetzt absolute Soßentomate. Die würde ich so nicht essen. Obwohl sie sehr saftig ist. Vielleicht nicht unbedingt die ideale Sorte zum einfach so. Also ich mal ganz ehrlich, vom Strauch und einfach reinbeißen bei der Größe. Ja, aber auch als Salat. Also ich würde sie nicht in Salat. Muss nicht unbedingt Salattomate sein, nee, das ist richtig. Aber für den Zweck, nämlich zum Einkochen, ist die wirklich richtig gut geeignet. Und dann hätten wir noch eine letzte richtig rote Tomate. Zwei Exemplare davon. Die eine lag leider ein bisschen auf dem Boden auf und ist deswegen leicht angefressen. Das untere Stück werde ich also auf jeden Fall hier wegschneiden. Die andere sieht ein bisschen besser aus. Das ist die Sorte Andenhorn. Auch das eine Soßentomate, schön groß und entsprechend auch wahrscheinlich vom Inneren aussehend. Da gucken wir gleich mal rein. Oder auf alle Fälle innen drin schon mal noch mal ein ganzes Stück dunkler sogar als die Mom's Paste. Und das sieht richtig gut aus. Innen drin also deutlich mehr Fruchtfleisch noch mal, zumindest so vom Anschnitt her, als bei der Mom's Paste beispielsweise. Also optisch wirklich sehr interessant, auf jeden Fall. Und jetzt kommt es noch auf den Geschmack an. Also ich finde die schön fruchtig. Eine gute Säure drin. Nicht mehlig. Besser als die Mom's Paste. Wird trotzdem für Soßen genauso gut geeignet sein, ganz ohne Frage. Aber zum So-Essen die Andenhorn tatsächlich etwas besser. Da kommen wir zu einer Sorte, die nicht mehr ganz rot ist. Also sie sieht sehr rot aus, hat aber auch deutlich orange Einschläge. Eine Fleischtomate, nämlich die Old German. Auch die hat man schon mal probiert und auch die ist schon mal schief gegangen. Dieses Jahr hat sie geklappt in zwei Exemplaren, also zwei Pflanzen. Und das ist jetzt das erste reife Exemplar. Da bin ich sehr gespannt. Denn die Old German wird von manch einem auch so als Gegenstück zur Ananastomate gesehen. Also soll ganz ähnlich sein. Wir gucken mal rein. Und wenn ihr euch den Aufschnitt anguckt, dann würde ich sagen, ja, definitiv. Ananastomate kommt hier sehr nahe. Also einfach von der Farbnuance her, von dieser ja, schillernden Farbe Orange und Rot, was da alles so drin ist. So eine Tomate angucken, das hat doch auf jeden Fall was. Jetzt noch die Frage, wie sieht es geschmacklich aus? Sie schön. Schmeckt die scheiße. Boah, was ist das denn? Also ich würde sagen, die ist schon fast überreif, aber wir haben am Strauch nicht gedacht, dass er schon reif ist. Die ist sehr, sehr weich, sehr wenig Geschmack. Das kommt der Ananas sehr nahe. Zumindest bei uns. Ja, tatsächlich. Also die Ananastomate, die war enttäuschend. Ganz viele haben die
über den Klee gehoben. Als wir die angebaut haben, waren wir hochgradig enttäuscht vom Geschmack. Das bin ich jetzt auch von der auch. Also entweder ist die schon zu lang wirklich am Strauch gewesen und überreif. Oder man hätte sie vielleicht zeitiger ernten müssen. Das könnte natürlich sein. Wir müssen noch mal ein zweites Exemplar vielleicht probieren, was noch nicht ganz so rot ist. Aber das geht ja gar nicht. Überhaupt nicht gut. Wir haben jetzt mal ein Exemplar geholt, was noch lange nicht ganz so rot ist. Trotzdem sehr schön, also orange gefärbt. Dann gucke ich jetzt da mal, ob das geschmacklich besser ist. Auch innen drin noch lang nicht so dunkel. Aber vielleicht ist die besser. Probier mal. Besser, ja. Tatsächlich nicht ganz so überreif, aber trotzdem nicht der Bringer. Okay, dann eben, ja, war ein Versuch, Old German. Ich hätte mich eigentlich darauf gefreut, so eine Sorte zu haben, die ja, einfach eine wunderbare Färbung hat. Sie wird von manchen auch wirklich sehr gelobt, aber wahrscheinlich auch von Leuten, die Ananas-Tomate sehr mögen. Vielleicht liegt es einfach auch in unserem Boden, dass der Geschmack hier nicht ganz so dasselbe ist wie andernorts. Nach meinem Dafürhalten gibt es einfach bessere Tomaten. Aber zumindest kann ich sagen, die noch etwas helleren sind geschmacklich schon mal besser als die dunklen. Das heißt, wir werden die zukünftig nicht mehr ganz so dunkelrot werden lassen, sondern tatsächlich orange ernten. Gehen wir mal weiter zu einer anderen Flaschentomatensorte, oder ja, so ein bisschen langgestrecktes Ei. Das ist leider eine Sorte, bei der uns der Name abhanden gekommen ist. Wir hatten nicht sofort Schilder an die jeweiligen Tomatenpflanzen gesteckt, sondern erstmal noch die Pflanztöpfchen daneben, die beschildert waren. Und bei manchen dieser Schilder ist leider die Schrift von der Sonne ausgeblichen worden. Ich würde aber von der Form her sagen, dass das die Blush Tiger, also Artisan Blush Tiger sein müsste, weil ich der Meinung bin, dass wir die ausgesät haben. Problem nur, wir haben das nicht irgendwie fotografiert oder in Videoform festgehalten, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Sie sehen aber sehr schön aus, also auch so getigert, gestreift. Und auch da gucken wir natürlich rein, wie sie innen aussehen und werden dann probieren. Also vom Anschnitt her sehen die schon sehr gut aus. Etwas mehr Fruchtfleisch außenrum. Trotzdem relativ viel Gelerte und Samen innen drin. Also ich finde die richtig schön süß. Mhm. Hat natürlich auch eine harte Schale. Liegt am Wetter. Aber top vom Geschmack her. Also leichte Säure auf jeden Fall auch. Aber wunderbar süß. Also eine sehr lohnenswerte Sorte, wenn das die wirklich sein sollte, die Blush Tiger. Dann ist das von mir eine klare Empfehlung. Wir werden noch mal gucken, dass wir wirklich die anbauen. Ich denke, wir haben noch Saatgut. Ja, und werden dann noch mal gucken, dass es wirklich diese Sorte ist. Nächstes Jahr vielleicht. Aber einfach von der Form her, von der Optik her, müsste es eigentlich sein. Also wirklich eine gute Sache. Ganz gleich, welche Sorte das sein sollte. Eine nächste orange Sorte mit leichtem Grüneinschlag ist die Marvel Striped. Die ist wirklich, wie der Name sagt, gestreift, diese Tomate. In dem Fall eben dunkelorange auf gelb und leichte grüne Streifen noch mit dabei. Das erste Exemplar, was wir haben ernten können. Und vom Anschnitt her wirklich eine schöne Optik auch. Gelb mit orange gemischt, leichter Grüneinschlag drin. Sieht super aus. Also bei der würde ich sagen, der erste Eintrag sehr sauer. Wahrscheinlich hätten wir sie noch hängen lassen müssen, dass er noch reifer wird. Und trotzdem hat sie auch schon sehr, also so ein interessantes Gemisch, Säure. Dann kam zwischendrin mal auch ein krasser, süßer Moment. Im Nachgeschmack wieder sauer. Also sehr durchwachsen. Aber durchaus interessant. Also es kann sein, dass sie vielleicht noch einen kleinen Moment hätte dranbleiben können. Ein, zwei Tage, vielleicht auch drei. Aber geschmacklich durchaus interessant. Wir gehen weiter zur nächsten gelben Sorte. Die ist aber jetzt nicht mehr nur gelb, sondern auch schwarz. Das ist die Sarte Reloir. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Französisch ist nicht so meins. Eine sehr interessante Sorte. Leider von den Pflanzen her so, dass die ersten Früchte sehr tief hingen und dadurch im Prinzip alle auch angefressen sind. In dem Fall höchstwahrscheinlich von Schnecken. Ist nicht ganz so ideal. Eventuell müssen wir auch nächstes Mal dann die untersten
einfach wegschneiden, die untersten Rispen, oder versuchen, die Tomaten noch ein bisschen höher zu hängen. Jedenfalls trotz allem, also trotz dieser Schäden, ist es eine sehr interessante Optik, was die Früchte hier mitbringen. Also auch diese Farbkombination von Schwarz, Lila, Gelb, einfach wirklich hübsch. Gucken wir rein. Innen drin die klassische Optik einer Fleischtomate, sehr viel Fleisch, relativ wenig Gallerte, relativ wenige Kerne auch. Wobei das hier noch geht, also Saatgut nehmen von der Sorte ist nicht ganz so problematisch. Gibt es viel schlimmere Sorten? Also ich sage, die sind mild im Geschmack, aber die ersten waren sehr wässrig. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Hm. Es hat halt viel geregnet gehabt und jetzt haben wir ein paar Sonnentage gehabt. Aber sie ist trotzdem sehr, sehr saftig auf alle Fälle. Ja, nicht die kräftigste vom Geschmack her auf jeden Fall. Aber trotzdem ganz ordentlich. Und wie gesagt, optisch ist das eine Wucht. Die verbleibenden beiden Sorten sind ebenfalls Andozian-Sorten. Allerdings in dem Fall mit Rot statt mit Gelb. Und hier haben wir eine, die sehr, sehr verwachsen auch ist. Das sind in dem Fall aber auch, glaube ich, alle Früchte, die da dran sind. Das ist die Amethyst Jewel. Also schon auch sehr interessant geformt. Und man sieht an der Oberseite eigentlich Anthocyan-Anteil. Also da, wo die Sonne hinkommt, ist sie dunkel. An der Unterseite ist sie hell. Das trifft allerdings nur dann zu, wenn die Früchte eben ganz normal hängen. Diese Frucht stand quasi auf der Rispe. Deswegen ist sie unten am Stängelansatz hell und obendran dunkel und enorm verwachsen. Sieht aber trotzdem schön aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schmeckt sie? Und natürlich gucken wir erstmal rein. Ich nehme dazu mal die kleinere, weil bei der größeren durch dieses extrem verwachsene auch Blütenblätter hier mit in der Frucht drin sind. Ich nehme mal die. Die scheint irgendwie mal auch aufgerissen zu sein und wieder verwachsen. Macht aber nichts. Eine schöne rosa-rote Färbung im Inneren. Auch wieder viel Fleischanteil. Sind eben auch Fleischtomaten. Und trotzdem auch große Kammern drin mit Kernen. Also da kann man gut Saatgut nehmen. Also schon wirklich lecker. Ja. Also sie ist jetzt ordentlich warm. Das heißt, sie schmeckt jetzt auch noch nach warmer Tomate. Immer eine Geschmackssteigerung nach meinem Dafürhalten. Ja. Ja, aber auch wirklich süß. Mhm. Also jetzt nicht so Cherry-Tomaten süß, aber ordentlich trotzdem. Ja. Und auch eine guter Schuss Säure dabei, nicht übertrieben. Sie ist ein bisschen mehlig, würde ich sagen. Ja, aber noch nicht schlimm. Nee. Also wirklich noch in einem akzeptablen Maß. Eben auch für Soßen geeignet, aber eben auch salattauglich durchaus. Und jetzt kommen wir zur letzten Sorte für diesen Durchgang. Leider auch angefressen, die eine. Das eine, ja. Genau, die andere ist wirklich in sehr gutem Zustand. Das ist die Pascal de Picardie. Das ist auch eine Sorte, von der viele sehr geschwärmt haben, dass es sehr gut sein soll. Und deswegen haben wir gesagt, probieren wir mal aus, testen wir selber, wie es bei uns gelingt. Und jetzt gucken wir erstmal rein. Vom Aufschnitt her wirklich auch sehr schön. Schön dunkelrot. Ja, wunderbare Rotfärbung. Also eine schöne Anthocyan-Sorte, finde ich. Ja, geschmacklich super. Süß. Also die zweite haben wir jetzt doch mal aufgeschnitten und die ist nicht ganz so süß. Ein bisschen stärkerer Säureanteil drin. Aber diese hier sieht doch wunderbar aus. Wirklich richtig schön süß, kräftig im Geschmack. Also da kann ich verstehen, warum bei der gesagt wird, dass es eine super Sorte ist. Gerade die Viola vom Kanal Garteneinkochfee, die liebt ja die Pascal de Picardie und ich kann verstehen, warum. Das wären also diese 12 Sorten für heute gewesen. Und ich habe noch eine kleine Ergänzung vom letzten Mal. Da hatten wir ja die Purple Calabash gezeigt in einer sehr, sehr verwachsenen Variante. So eine haben wir heute auch wieder geerntet. Aber es gibt eben auch die deutlich weniger verwachsenen Exemplare. Das ist normal, so sollen die eigentlich aussehen. Beziehungsweise wir haben noch eine, da ist sogar noch weniger Verwachsung mit dabei. Das ist also Purple Calabash, wie sie eigentlich aussehen sollte. Naja, so kann es halt gehen. Von denen werden wir Saatgut nehmen, von der auf jeden Fall nicht. Habt ihr eine der
heute vorgestellten Sorten auch mit im Anbau. Wie schmecken sie euch? Lasst uns das gerne mal wissen. Oder habt ihr Empfehlungen für uns? Dann immer ab damit in die Kommentare. Es ist natürlich auch ein rein subjektiver Eindruck, was Geschmack angeht. Wir haben unseren Geschmack, ihr habt euren Geschmack. Kommt natürlich auch darauf an, wo werden die Sorten jeweils angebaut. Also das Mikroklima spielt damit rein, das Jahr spielt mit rein. Der Boden, an dem die Pflanzen wachsen, sorgt auch dafür, dass Geschmack durchaus ein bisschen variieren kann. Das kann also auch dazu führen, dass wir bei manchen Sorten sagen, die schmecken richtig gut, die euch vielleicht nicht schmecken oder umgedreht. Von daher alles subjektiv zu sehen. Für uns aber ist durchaus auch immer wieder interessant, mal zu sehen, was gibt es für Tomatensorten, wie schmecken anderen Leuten denen, um dann selber auch auszuprobieren, wie es bei uns aussieht. Wir haben für uns so ein paar Favoriten auch dieses Jahr wieder gefunden, wo wir sagen, die wollen wir auf jeden Fall selber wieder anbauen und die können wir auch anderen empfehlen. Natürlich unter der Einschränkung, dass sie nicht unbedingt woanders genauso schmecken müssen wie bei uns. Auf alle Fälle haben wir dieses Jahr auch wieder ein paar Sorten dann im Anbau, wo wir sagen, die werden auf jeden Fall auch zukünftig in weiteren Jahren wieder mal auftauchen. Beispielsweise die Amish Paste kommt auf jeden Fall immer wieder, weil die einen guten Ertrag bringt und einen guten Geschmack hat. Die Antenhorn werden wir wieder probieren, auch wenn die Pflanzen ein bisschen empfindlich sind, nicht so gut gewachsen. Aber der Geschmack ist trotzdem sehr überzeugend. Die Deborah Journey wird wiederkommen, zusammen mit der normalen Deborah. Der weiße Pfirsich wird bestimmt wieder im Anbau sein. Die Philamina wird wiederkommen irgendwann, weil das einfach super Sorten sind. Ich denke auch die Amish Gold wird wiederkommen. Die Gargamel wird bestimmt, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber irgendwann auch wieder im Anbau sein. Die Blush Tiger auf jeden Fall, um einfach auch sicher zu sein, dass es wirklich ist. Ist einfach auch sehr gut geschmacklich. Und so ein paar andere werden wir vielleicht auch aus vergangenen Jahren wieder mal hervorkramen. Soweit also zur Übersicht unserer Sorten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kennt das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.